Ja, liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 4, liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Klasse 4, ganz herzlich heiße ich Sie willkommen an der Gemeinschaftsschule Haugenzell. Alles ist zu zurzeit. Die schönen Dinge, Eislaufbahn, Geschäfte, Zoo, Schwimmbad und auch die Schulen. Ihr arbeitet alle im Fernlernen, Online-Lernen, Distanzlernen. Es ist eine eigenartige und vielleicht auch manchmal beängstigende Zeit. Aber darum geht es heute nicht. Es geht um die Wahl der Schule ab September in diesem Jahr. Ihr dürft eine Entscheidung treffen mit euren Eltern zusammen und Sie, liebe Eltern, dürfen diese Entscheidung mit Ihren Kindern abwägen und dann treffen im März. Wir möchten heute die Haugenzeller Schule, die Gemeinschaftsschule, vorstellen. Die Gemeinschaftsschule Haugenzell ist eine innovative, eine schöne, eine moderne und eine leistungsstarke Schule. Durch ein klares Konzept, durch klare Ziele, durch hohe Verlässlichkeit und vor allem durch ein sehr starkes, motiviertes und innovatives Lehrerteam. Wir heißen euch herzlich willkommen und stellen euch die wichtigsten Punkte und stellen Ihnen die wichtigsten Punkte in den nächsten Minuten vor. Was sind wir denn für Leute an der GMS Haugenzell? Wir sind Lehrer. Was für Lehrer? Nun, wir sind Grundschullehrer, wir sind Hauptschullehrer, wir sind Realschullehrer, Gymnilehrer, Sonderpädagogen, Sozialarbeiter und pädagogische Assistenten. Dann sind wir auch noch Berufsberater, Vertrauenslehrer, Streitschlichter, wir sind entweder männlich oder weiblich, jung oder erfahren, musikalisch und sportlich, dabei Maschinen zu bauen oder Theater zu besuchen. Wir schreiben Briefe oder produzieren Videos, helfen beim Beten manchmal, sprechen viele Sprachen, helfen beim Lernen, helfen beim Rechnen, Schreiben und Lesen und helfen auch bei Problemen. Das alles gemeinsam? Ja. Und mit den Schülern? Ja, auch mit den Schülern. Um für unsere Schüler ganz vielfältige Lernangebote schaffen zu können, ist die Gemeinschaftsschule in Haugenzell eine verbindliche Ganztagesschule. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler an 3 Tagen in der Woche ganztägig und an 2 Tagen bis um 13 Uhr hier bei uns in der Schule sind. Dabei ist uns Verlässlichkeit besonders wichtig. Die Eltern können sich darauf verlassen, dass ihre Kinder in dieser Zeit betreut werden, unabhängig davon, ob Lehrkräfte ausfallen. Der größere Zeitrahmen, den unsere Gemeinschaftsschule bietet, gibt uns Raum für einen rhythmisierten Tagesablauf und zusätzliche Zeiten für soziales Lernen und für Rituale. Ein solches Ritual ist es zum Beispiel, dass die Schülerinnen und Schüler der Lerngruppen 5 und 6 eine Mittagspause in der Woche gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin bzw. ihrem Klassenlehrer verbringen. Wir essen gemeinsam. Anschließend ist Raum für den Klassenrat und für gemeinsame Aktionen drinnen und draußen. Ha, wie Haugenzeller Fasnet Gaudi mit Schülerbefreiung. I, wie Inzeller Sportcamp. Die Jahrgangsstufe 7 erlebt dort jährlich, wie schön gemeinsames Sporttreiben ist. G, wie gemeinsame Aktivwoche im kleinen Walsertal mit viel Spaß, Sport und Spiel in den Bergen. H, wie Hunde. Genauer gesagt unsere Schulhunde. Jenna und Alfie. L wie Landschulheime und Studienfahrten nach München, Berlin und sogar London. I wie Infotag der Viertklässler. Eltern und Kinder erfahren dort viel über unser Schulleben. G wie gigantisches Sommerfest an unserer Schule. Hier wird Schule gelebt und gefeiert. H wie Ho Ho Ho, Besuch vom Nikolaus und Knecht Ruprecht. Schon lange vorher wird darauf hingefiebert. T wie Turniere der SMV, wie Völkerball, Volleyball, Fußball und unser traditioneller Sponsorenlauf. S wie unsere Streitschlichter, die mittlerweile ein ganz wichtiger Bestandteil für ein friedliches Miteinander in unserer Schule sind. Und das sind unsere Highlights! Lernbegleitung bzw. Coaching ist eine der Säulen der Gemeinschaftsschule. Der Lerncoach, der nicht immer der Klassenlehrer sein muss, holt seine Coaching-Schüler regelmäßig zu einem Gespräch und erfährt so, wie es gerade läuft. Bei Problemen werden Strategien erarbeitet und wie diese gelöst werden können, um gesetzte Ziele zu erreichen. So wird ganz individuell und persönlich gefordert. Das erfordert natürlich Mitarbeit. Und manch ein Schüler, eine Schülerin denkt sich, wenn ich die Lösung weiß, hätte ich gern mein Problem zurück. Doch wenn es gelingt, sind alle froh und zufrieden. Das zeichnet unsere Schulgemeinschaft aus, dass wir uns mit einem Lächeln begrüßen, oft zusammen lachen und uns miteinander wohlfühlen. Und dafür haben wir auch hier viel zu bieten. Zu einem unsere großen, perfekt ausgestatteten Schulgebäude und mit einem Neubau, der für unsere Gemeinschaftsschule konzipiert und erbaut wurde.
und mit dem perfektesten und schönsten Alpenblick weit und breit. Auch ein Blick auf unser Schulareal lohnt sich. Großzügig, naturnah und mit vielen Angeboten. Eine große Sporthalle mit dem neuesten Equipment, Kletterwand, hier draußen Sportplätze, Fußballplätze, Leichtathletik, Volleyball und natürlich viel Raum und auch zwei Schülercafés, um einfach mal zu chillen. Zu einer Wohlfühlatmosphäre gehört aber auch ein gemeinsames Mitgestalten. So haben unsere Schüler schon viele kreative Ideen, Schweiß und handwerkliches Geschick für tolle Projekte initiiert. Wie zum Beispiel hier diese überdimensionale Sitzgelegenheit, die auch prämiert wurde. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele für eine Wohlfühlatmosphäre und deshalb werden wir froh sein, euch mit einem Lächeln begrüßen zu dürfen. Unser Ziel ist es, jedem Kind den optimalen Lernerfolg zu ermöglichen. Motivation entsteht immer nur dann, wenn das Kind weder überfordert noch unterfordert ist. Nur so kann es optimale Leistungen erzielen. Bei uns an der Gemeinschaftsschule Haugenzell haben wir die Möglichkeit, durch unsere Organisationsstruktur in allen Fächern auf 3 Niveaustufen zu arbeiten. So kann das Kind immer in Absprache mit seinen Lernbegleitern die Anforderungen an sein persönliches Leistungsniveau anpassen. So kommen wir dem Ziel des optimalen Lernerfolges Schritt für Schritt gemeinsam näher. Bei uns heißt es nicht wie im Comic, dass die Kinder alle dieselbe Aufgabe bearbeiten müssen, denn jeder von uns hat seine Stärken und Schwächen. Das eine Kind kann gut rechnen, das andere schreibt und liest gerne Texte und wieder ein anderes ist vor allem handwerklich begabt. Meiner Ansicht nach liegt die Stärke der Gemeinschaftsschule darin, dass ich als Lehrerin die Möglichkeit habe, jedes Kind da abzuholen, wo es gerade steht. Unterschiedlichkeit wird von uns nicht als Makel empfunden, sondern als Bereicherung. Wir lernen gemeinsam, voneinander und miteinander. Dabei steht für uns immer die Persönlichkeit des Kindes im Mittelpunkt. So, dann schauen wir mal, ob mein Kollege, der Herr Jäger, gerade in seinem Klassenzimmer ist. Er unterrichtet nämlich in den oberen Klassen. Das nenne ich mal ein geräumiges Klassenzimmer hier. Kann man bestimmt gut arbeiten mit den 10ern. Hallo Herr Jäger, haben Sie kurz Zeit? Ja, ich kümmere mich zwar gerade auch um die Abschlüsse und Anschlüsse der Klasse 9 und 10. Die waren die letzten Jahre herausragend und das wollen wir natürlich weiterführen. Außerdem sollte ich gleich zum Bus. Alles klar, wenn Sie gerade von Abschlüsse reden, welche Möglichkeiten haben denn die Schüler bei uns an der Gemeinschaftsschule? Genau, Sie können nach Klasse 9 den Hauptschulabschluss machen. Das wären praktisch Anschlussmöglichkeiten. Oder nach Klasse 10 den Realschulabschluss. Auch hier geht es an Anschlüssen von Berufsausbildung bis zum allgemeinen Gymnasium. Besonders zu erwähnen ist, dass zwischen Klasse 5 und 8 die Schülerinnen und Schüler ihr Niveau finden können, also nicht direkt auf ein Niveau festgelegt werden. Und auch toll bei uns, Stichwort Berufsausbildung, wir haben ca. 40 Bildungs- und Kooperationspartner, eine tolle Möglichkeit, Praktikas zu machen innerhalb der Schulzeit. Und einige haben die Chance auch genutzt, direkt eine Ausbildungsstelle in diesen Betrieben zu finden. Ja super, vielen Dank. Und schauen Sie, dass Sie Ihren Anschluss nicht verpassen. Digital, das können wir in Haugenzell. Wir haben sehr viel gelernt im letzten Jahr und können unsere Schüler und Schülerinnen jetzt gut auch im Fernunterricht unterrichten. Da passt es gut, dass 2021 unsere Räume alle mit Active Boards ausgestattet werden und wir mit iPads und Laptops unterrichten können. Darauf haben wir Lehrerinnen und Lehrer jetzt alle richtig Lust und wir freuen uns auf den Unterricht mit digitalen Medien, wenn wir alle wieder in der Schule sein können. Und jetzt laden wir euch und Sie herzlich ein. Zum einen auf unserer Homepage zu stöbern, zu lesen, nachzuforschen. Wir haben viele Dokumente, Filme und Dateien eingestellt. Wir laden ein, auf der Homepage zu schauen, was wir aktuell noch anbieten an Informationszeiten, an Kennenlernmöglichkeiten an unserer Schule. Wir laden ein, dass Sie Ihre Kinder bei uns am 10. und 11. März anmelden zum Besuch der Klasse 5. Und wir laden auch ein, zur individuellen Schulbesichtigung, die Sie gern über das Sekretariat bei uns vereinbaren können. Nun wünschen wir ein gutes weiteres Schuljahr und freuen uns über jede Begegnung in den nächsten Wochen oder vielleicht auch mit Schulbeginn im September bei uns an der Gemeinschaftsschule in Haugenzell.